Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute möchte bzw. darf ich euch mal wieder ein Messer zeigen. Und zwar, ihr habt es ja eben im Intro schon gesehen, geht es um ein weiteres Messer aus dem Hause Messerfieber. Aber kurz zu der Geschichte, wie bin ich zu diesem Messer gekommen, was hat es damit auf sich? Das ist das Ronin Onuru von Messerfieber und das hat schon vor einiger Zeit der Corbinian vom Kanal Nature Chilled getestet. Und der kam in seinem Video bzw. in seinem Test zu dem Resultat, dass es tatsächlich eines der besten Messer sein soll, das er jemals in der Hand hatte. Also so hat er es zumindest empfunden. Das hat wiederum der Dennis gesehen vom Kanal Bushcraft Outdoor Messer und hat sich gedacht, das sind aber ganz schön hohe Töne, das finde ich aber interessant. Ist das wirklich ein so geiles Messer? Und daraufhin hat der sich dann mit dem Ahmed von Messerfieber kurz geschlossen und gefragt, hier, ich würde das gerne mal testen, angucken und wollen wir daraus nicht eine kleine Aktion machen? Und so hat der Dennis dann gemeinsam mit dem Ahmed ein cooles kleines Pass-Around auf den Weg gebracht mit diesem Messer. Weitere Kanäle sind der Schnorris 58, also der liebe Christoph und auch der Chris vom Kanal Night Owl 79, die beide ebenfalls schon ein Video zu diesem Messer gemacht haben. Die verlinke ich euch selbstverständlich alle unten in der Infobox. Schaut da also unbedingt auch nochmal vorbei, checkt die Videos aus und guckt euch an, was die anderen auch zu diesem Messer sagen. Jeder Teilnehmer an diesem Pass-Around durfte ein Messer behalten und hat dann das Testmesser weitergeschickt. Dementsprechend kennzeichne ich dieses Video hiermit auch als Werbung. Es gibt aber keinerlei Rahmenbedingungen oder so, die wir bzw. ich jetzt hier mit unseren Videos erfüllen müssen. Wir dürfen das ganz frei testen und einfach ganz frei von der Leber weg auch sagen, was wir von diesem Messer halten. Und das möchte ich in diesem Video tun. Deshalb gehen wir jetzt mal in die Draufsicht und dann zeige ich euch das schöne Stück erstmal aus der Nähe. Das Messer kommt in dieser, wie ich finde, recht gut gemachten und schönen Lederscheide. Also das wirkt insgesamt schon recht wertig, recht stabil, recht gut. Hier dann noch mit so einer Verzierung von so einem Skorpion. Die hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht, da mag ich es gerne ein bisschen schlichter. Aber sie stört mich auch nicht weiter. Insgesamt macht das alles schon einen ganz guten Eindruck. Ich habe in den anderen Videos aber auch gesehen, dass es die Scheiden bzw. die Messer auch mit schlichteren Scheiden gibt. Also da gibt es durchaus auch Auswahl. Man sieht dann auch, dass das Messer hier schon ziemlich tief steckt. Das fällt dann insbesondere am Gürtel auf, dass man da doch ein bisschen genauer zufassen muss, um das zu ziehen. Das ist jetzt kein Nachteil oder so, aber aus dem Grund finde ich, dass sich da dann doch eine Ziehhilfe anbietet, da man dann einfach noch ein bisschen schneller und ein bisschen leichter Zugriff hat. Durch dieses schön tiefe Sitzen des Messers sitzt es aber auch sehr sicher. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie rausrutschen könnte. Von daher ist das schon ziemlich gut gemacht. Und ja, insgesamt passt das ganz gut. Hier diese Aufnahme, ja, das ist völlig unbegründet eigentlich. Ich habe das noch nicht erlebt und das macht hier auch noch einen guten Eindruck. Aber ich frage mich dann doch, wie lange das hier an der Niete halten wird und ob das nicht nach einem Dauergebrauch vielleicht doch dann hier an dieser Niete irgendwie ausreißen könnte. Das ist aber eher so eine unbegründete Sorge meinerseits. Da habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht, habe ich nur so dran gedacht. Ansonsten lässt es sich aber gut mit dieser Gürtelschlaufe am Gürtel auch tragen, sitzt damit relativ hoch, relativ fest, hat aber trotzdem noch leicht Spiel. Das funktioniert für mich sehr gut. Nun aber zum Messer. Und das besticht natürlich durch eine besondere Optik, wie ich finde. Das haben ja insgesamt die Messer von Messerfieber, polarisieren zum Teil auch. Manchen gefällt es besser, manchen schlechter. Aber wenn man sich jetzt einfach mal dieses Messer anguckt, dann hat es doch einfach sofort und offenkundig irgendwelche asiatischen Anleihen. Das finde ich insgesamt auf jeden Fall mal interessant. Das ist keine alltägliche Optik. Ronin Onuru heißt das Messer ja. Wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, dann waren die Ronin, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, herrenlose Samurai-Krieger, die durch die Gegend gezogen sind. Und ja, da ist dann natürlich ganz klar, diese Ähnlichkeit zu einem Samurai-Schwert liegt hier schon auf der Hand. Hat dann durch diese leicht nach oben gezogene Spitze, durch dieses lange, schlanke Design, ohne irgendein Fingerguard oder sowas, da auf jeden Fall eine sehr schnittige Optik, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und das haben die Kollegen aus dem Pass-Around auch alle schon positiv hervorgehoben. Und auch ich muss sagen, es liegt einfach toll in der Hand. Also ja, kein Fingerguard, beziehungsweise hier nur einen winzig kleinen angedeuteten. Aber dieser gegroovte Griff, in diesem Fall hier mit Kompaktgriffmaterial, also ich glaube vergleichbar mit G10, leicht gegroovt,
liegt einfach so schön und angenehm in der Hand. Man hat ihn dabei dann gleichzeitig extrem universell. Also man kann hier ja immer mal wieder nachgreifen. Und das fühlt sich auch bei langem Arbeiten wirklich, wirklich gut an. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier diese ganz aufgeräumte Gesamtoptik. Sehr schlank, sehr lang. Und das ist für mich dann schon ein stimmiges Gesamtbild. Wir haben hier ziemlich genau 13 cm Griff und 13 cm Klinge. Für die Optik, für das Design spricht das absolut für sich und passt da auch total. Bei 13 cm Klingenlänge fällt aber natürlich gleich wieder das Stichwort Paragraph 42a. Da will ich jetzt kein zu großes Aufheben von machen. Ist sowieso jedermanns Sache, wie man damit umgeht. Aber so frei führbar ohne weiteres ist dieses Messer damit nicht. Wie gesagt, für die Optik und für das Gesamtdesign ist wahrscheinlich genau dieses Griff-Klinge-Verhältnis wichtig und entscheidend, um dann auch so ein bisschen so eine kleine Schwertoptik zu haben. Gleichzeitig für mich und für meinen persönlichen Geschmack bringen mir 13 cm Klingenlänge nicht viel. Also das ist jetzt dadurch kein deutlich besseres Haumesser oder irgendwas, was es mit 12 cm nicht wäre. Also dieser Zentimeter bringt mir da kaum was. Gleichzeitig ist es damit aber nicht mehr konform zu tragen. Ja, ist jetzt ein Problem, dass wir nur in unseren Breiten haben, aber ich tendiere dann eigentlich immer eher dazu, dass ich schon gerne Klingen von maximal 12 cm nutze. Oder wenn ich dann doch ein größeres und längeres Messer habe, dass es dann aber auch deutlich größer sein soll. Wenn schon nicht konform, dann soll es sich doch wenigstens lohnen. Ja, wie gesagt, das muss man jetzt nicht zu sehr auf das Messer schieben. Das ist einfach dann hier eine Spezialanforderung in bei unserer Gesetzeslage. Aber ich wollte es zumindest erwähnen. Die Klinge ist aus 1,41/16er Stahl und tut soweit bisher auch gut ihren Dienst. Gibt natürlich deutlich bessere Stähle, aber ich komme auf jeden Fall bisher sehr gut damit klar. Der Griff, wie gesagt, aus diesem Kompaktgriffmaterial, dann zusätzlich hier nochmal ein kleiner Kontrast durch diese roten, rot-orangen Liner. Auch die finde ich sehr schön und angenehm, lockern das Ganze ein bisschen auf. Hinten haben wir dann die Fangriemenöse aus Messing und nochmal zwei Messingstifte, mit denen das Ganze gesichert ist. Hier in schöner Fulltank-Konstruktion. Also das fühlt sich wertig an, das fühlt sich stabil an, das fühlt sich an, als wenn man damit wirklich auch mal härtere Arbeiten erledigen kann. Beziehungsweise weiß ich das, weil ich es ja nun auch schon seit einiger Zeit im Test habe. Und von der Seite her bin ich damit absolut zufrieden. Das Logo hier in diesem Fall jetzt mal recht schön, klein und dezent. Das finde ich ganz gut gelöst. Logos bin ich ja sowieso nicht so ein großer Freund von, aber so ist das nun mal. Dann haben wir hier eine kleine Schleifkerbe und nochmal so eine kleine Öse. Naja, es wurden schon mehrere Stimmlaute, die sich gefragt haben, wofür das jetzt ist. Es wurden aber auch schon Stimmlaute, die gesagt haben, das ist dafür da, um da einen Fangriemen bzw. ein Band nochmal herum zu befestigen, um ein nach vorne Rutschen zu verhindern, wenn man damit mal etwas, zum Beispiel mit nassen Händen arbeitet. Es ist ja auch so ein bisschen als Jagdmesser angepriesen und wenn man dann mit dem Schweiß des Tieres da irgendwie verschmierte Hände hat, mag durchaus sein, dass das was bringt, aber ich habe da gerade bei dieser Lochgröße ja doch so ein bisschen meine Zweifel, beziehungsweise da hätte man dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen anders konzipieren können, um ein etwas größeres Loch da reinzubohren, damit man einfach auch ein etwas größeres Paracord dadurch kriegt. So finde ich es auf jeden Fall nur schwer nutzbar. Also das einzige Band, das ich hier jetzt mal rumliegen hatte, das dann da irgendwie noch durchpassen kann, ist hier so ein dünnes Kordelband. So ein faseriges Band ist dafür natürlich sowieso nicht optimal, hatte jetzt aber gerade nichts anderes da. Gleichzeitig, ja, man kann sich das dann als ein Fangriemen, als ein Fingerguard irgendwie improvisieren und mit ranbauen und es gibt dann auch Halt, hat dann natürlich noch den positiven Vorteil, dass man das Messer auch mal kurzzeitig loslassen kann, um nachzugreifen oder ähnliches. Mit Handschuhen ist das auch okay, aber bei dieser kleinen Lochstärke und den dünnen Bändern, die sich dann nur verwenden lassen, finde ich das dann doch insgesamt eher schmerzhaft. Da hätte ich gerne mehr Platz für ein etwas größeres Band, aber unterm Strich werde ich es dafür sowieso nicht benutzen. Dementsprechend ist mir das relativ egal. Mich stört das Loch jetzt nicht weiter, aber wenn es dafür vorgesehen ist, dann finde ich es nicht so ganz praktikabel.
Also insgesamt wirklich, wirklich schön gemacht. Liegt absolut toll in der Hand. Langes, ermüdungsfreies Arbeiten damit durchaus möglich. Gute Griffgröße auch noch, dass man nachgreifen kann. Mal eine besondere Optik, das gefällt mir sehr gut. Und wir haben hier auch keine scharfen Kanten oder sowas. Das ist alles sehr gut entgratet, sehr gut gemacht. Ansonsten auch hier vorne bei diesem winzig kleinen Fingerguard alles gut verarbeitet. Wenn man dann nach vorne geht, hier haben wir keine Jimpings oder so. Das finde ich aber eher positiv als negativ tatsächlich. Das gefällt mir so ganz gut. Und mit den 3,4 mm Klingenstärke hat man hier auch genug Auflagefläche, um da Druck aufzubauen. Das funktioniert gut. Gerade wenn ich etwas feiner schnitzen wollte und dann nach hier vorne greife, dann fällt einem schon die Scharfkantigkeit des Klingenrückens etwas auf. Ist jetzt nicht schlimm. Gleichzeitig wollen die ja aber auch gerade viele. Und da dieses Messer sich so als Jagd- und Fischermesser, aber auch als Outdoor-Bushcraft-Messer so ein bisschen genutzt wissen will, funktioniert damit dann natürlich ein Feuerstahl wunderbar. Wenn man da Bock drauf hat, das mit dem Klingenrücken zu machen, ist das hier richtig gut möglich. Der ist dafür extra scharf gelassen und dadurch für mich ein tolles Gesamtpaket für das, was dieses Messer ja auch möchte. Doch nun will ich wenigstens noch mal ein bisschen damit arbeiten und euch das Teil in Aktion zeigen. Also wie man, glaube ich, gesehen hat, zum Hacken ist dieses Messer aus meiner Sicht nicht so richtig geeignet. Dafür ist es dann doch nicht lang und klingenlastig genug und könnte dementsprechend meinetwegen gerne diesen Zentimeter kürzer sein. Aber würde man sich jetzt hinten nochmal einen ordentlichen Fangriemen anbringen, um dann auch nach hinten so ein bisschen weiter rausgreifen zu können, dann wäre das auf jeden Fall schon eher was. Hatte ich jetzt in dem Fall nicht so richtig Lust. Ist aber auch nicht das, was ich mit diesem Messer primär machen würde. Also man kann es durchaus machen, aber aus meiner Sicht ist es nicht dafür gedacht, beziehungsweise nicht unbedingt ratsam. Da gibt es bessere Messer. Anders sieht es dann aber wieder beim Schnitzen aus. Da funktioniert das Ganze für mich schon ziemlich gut. Also das trägt hier schnell und gut ab. Gleichzeitig können wir auch hier vorne mit dieser schön ausgeprägten Spitze wieder gut arbeiten. Ja, Klingenrücken etwas scharf, aber das eine, was man will, das andere, was man muss. Ne? Wenn man bei so einem Bushcraft-Messer gerne den Feuerstahl damit betätigen können möchte, dann muss es halt ein bisschen scharf sein und es lässt sich auch trotzdem sehr gut damit arbeiten. Ja, ich hatte auch schon bessere Schnitzmesser, aber das funktioniert auf jeden Fall für mich ziemlich gut. Das Messer ist einfach insgesamt doch ziemlich schneidfreudig, also das kann man auf jeden Fall machen. Und dann wollen wir natürlich zu guter Letzt auch das obligatorische Anmachholz nochmal batonieren. Also wenn man mit dem Beil so weit fortgeschritten ist, dass ein gefahrfreies Weiterspalten nicht mehr so ohne weiteres gegeben ist, dann bietet sich das ja immer an. Dementsprechend durchaus etwas kleinere Hölzer hier. Aber da haben wir auf jeden Fall mit den 3,4 mm doch eine ganz angenehme Spaltwirkung. Auch hier durch so ein Astloch durch geht das noch ganz gut. Und bei der Länge hat man natürlich dann auch nach vorne genügend Klinge übrig, einfach, auf die man dann schlagen kann. Es ist mir jetzt mehrfach passiert, durch diese leicht nach oben gezogene Spitze, die dann ja auch sehr fein ausgeprägt ist, dass ich da tatsächlich mit dem Schlagholz dann da vorne immer mal hängen geblieben bin. Aber naja, da gewöhnt man sich natürlich schnell dran. Ansonsten funktioniert das hier auf jeden Fall richtig gut und da wackelt nichts, das sitzt alles gut und sicher in der Hand. Also das gefällt mir auch ziemlich gut. Dafür kann man das auf jeden Fall nutzen. Und dann, wo wir doch hier gerade sind, gucken wir auch noch mal nach Featherstiks. Na, da muss ich doch... Versuche ich es noch mal an einem anderen Holz. Machen wir hier noch mal. Ja, ich sag's immer wieder, da bin ich keine Koryphäe.
scheint mir fast ein bisschen zu schneidfreudig zu sein, dass man dann entweder gleich zu tief reinkommt oder die Löckchen dann auch direkt wieder abschnitzt. Aber so, ihr seht es, man kriegt da schon ganz angenehm was runter. Habe ich mit anderen Messern auch schon besser hingekriegt, aber durchaus möglich. So, kommen wir damit also zu meinem Fazit. Ein kleiner Nachtrag noch, was ich eben in der Vorstellung vergessen habe und es ist mir jetzt während der Dreharbeiten dann nochmal wieder aufgefallen. Diese Lederscheide ist zwar an sich gut gemacht, hat aber leider erstens kein Drainageloch, das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich wichtig, und sie hat auch keinen Durchstechschutz. Und das fällt gerade beim Zurückstecken immer wieder auf, also gerade beim Zurückstecken am Gürtel, meine ich, fällt es mir immer wieder auf, dass ich dann doch verhake, mir ein bisschen stecken bleibe. So, wenn ich das einfach in der Hand benutze und so, dann geht das sehr gut, um es dann vielleicht ins Deckelfach vom Rucksack zu schmeißen. Aber am Gürtel, wenn man da auch so ein bisschen verwinkelt oder sowas, das dann zurücksteckt, stecke ich immer wieder fest. Also da könnte man gegebenenfalls noch mal ein kleines bisschen nachbessern. Ansonsten das Hacken, da sehe ich das Messer jetzt nicht so. Mit der Möglichkeit hinten aber ein Lanyard noch anzubringen, ist auch das durchaus möglich. Schnitzen funktioniert damit schon ziemlich gut. Das Messer ist sehr schneidfreudig, geht gut und schnell ins Holz und arbeitet damit auch einiges weg. Insgesamt sind für mich die Hauptpluspunkte für dieses Messer oder die Punkte, weswegen man dieses Messer wahrscheinlich interessant finden kann, diese spezielle Optik, das finde ich schon ganz cool, das ist einfach mal was Außergewöhnliches. Ansonsten sind sich viele Outdoor- und Bushcraft-Messer ja doch immer sehr ähnlich und hier dann mal so ein etwas asiatisch-japanischen Stil. Das finde ich mal erfrischend und anders. Also unterm Strich, das Messer hat für mich einige Schwächen. Das oder für den Bereich, für den es aber vorgesehen ist, kann ich mir dieses Messer durchaus gut vorstellen. Und es besticht durch eine besondere Optik, aber auch eine grandiose und tolle Handlage. Dieser sehr kastige Griff, bei dem man im ersten Moment vielleicht denken mag, wie bequem kann das schon sein, liegt tatsächlich so gut und schön in der Hand. Das Ganze hier dann in Kombination noch mit den Grooves ist sehr schön griffig. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich irgendwie abrutsche oder so. Das funktioniert richtig gut. Was ich auch noch nicht erwähnt hatte, es gibt das Messer mit verschiedenen Griffmaterialien. Schaut also gerne bei Interesse mal in dem Shop von Messerfieber vorbei. Da es gibt verschiedene Holzarten, noch dieses Kompaktgriffmaterial in Weiß und so weiter. Und das Ganze wurde, glaube ich, auch gerade im Preis reduziert. Also, wie gesagt, wenn dein Interesse jetzt geweckt ist, dann schau gerne vorbei. Schau insgesamt auch nochmal unten in die Infobox, wo ich alle verlinke, die ich heute angesprochen habe. Schaut natürlich unbedingt in die anderen Videos von diesem Passaround. Lieber Dennis, nochmal vielen Dank für das Initiieren dieses Passaround. Toll, dass Ahmed da sofort mitgemacht hat. Mir hat es großen Spaß gemacht. Für mich bleibt also nur nochmal Danke zu sagen, dass ich dabei sein durfte und dieses Messer testen durfte. Ich hoffe, dir hat dieses Video nun gefallen und Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lass gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere sogar den Kanal, das würde mich riesig freuen. Lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Messer haltet, was ihr von meinem Messertest haltet und ja, generell, was euch so auf der Seele brennt. Ich freue mich immer, von euch da unten zu lesen. Und dann soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, Horrido!